Zombie rennt jetzt Wo ist das hinterher, würde ganze ich sagen. Holz? Habt ihr schon alles verbraucht? Also ich hab noch Holz, aber das habe ich selber abgebaut. Ah, da. So, Ah, möchte ich hab vergessen reinzulegen. Das ist Holz. Wir haben jetzt einen Stack Pork Shop. Seit wann gibt's Name Tags? Das ist, Was glaube ich, bei dem mit neuen dem Update? gekommen. Was ist das? Also, Möchte jemand eine Rüstung? Ah! Die Leute werden jetzt sicher auch Rüstung. Pferde in der 162. Und für was? Hier, prügelt euch drum. Prügelt euch drum. Es geht uns nicht um Pferde. Das sag ich jetzt schon. Ja. Ach ja, wir können. Nein, das hier ist ja wirklich Pferden. Überleben. Pferde kann auch ganz günstig sein, von wegen mit schnell reißen. Ich meine, dafür brauchen wir keine Nachricht. Ja. Aber wir brauchen. Tobi, wir brauchen sie aber nicht, also. Ich will keinen. So. Soll ich mal eine Schere machen? Ich mach mal eine Schere. Also. Kann man Pferde mit zum Enderdrachen mitnehmen? Ist jetzt die Frage. Nein. Das wäre unnötig. Hey, ich das wäre doch total episch, wenn man da mit seinem Pferd rein. Das wäre so unnötig. Wieso? Kannst du besser ausweichen? Bist du schneller unterwegs? Ja, dann fällst du runter. Aber man läuft ohne Energie zu verbrauchen, wenn man Pferd hat. Ja, eben. Für die Gegner kommt hier sowieso schwer hoch, das heißt, wir haben richtig gut. Ja, wir müssen noch ein Fenster haben. Wir könnten irgendwie so eine Stufe machen, wo man halt hochspringen muss und sonst alles zwei Blöcke, damit sie gar nicht hochkommen. Ich habe übrigens noch zwei Eisenerz. Wir haben kein Spaß. Das heißt, wir sind nicht Wow. Schön. Schön. So. Warum 40 Stöcke? Hey, wo ist denn der ganze Redstone? Wir haben nur noch drei Redstone. Ich hatte den im Inventar. So, okay, was brauchen wir als nächstes? Das ruckelt im Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Einfach sitzen bleiben und überleben. Ja, wir brauchen mal sagen, wir wollen, dann können wir den mal. Ich grab mich mal hier runter, ne? Wir haben ja in der Nähe auch eine Schlucht und einen Dschungeltempel, den wir noch erkunden können. Ja. Dschungeltempel? Ja. Ja. Cool. Ja, wollen wir da hin? Ja, ich darf vorgehen. Ich würde mal erst, wenn es Tag ist, hingehen. Ja. Ja, wir gehen erst. Kohle, ja, weil die Tempel sind katastrophal beleuchtet. Holz. Oh. Pflasterstein. So. Mitmenschen. Wie gesagt, denkt dran, die Holzteile zu verbrennen. Wenn ihr was verbrennen wollt. Ja. Dann sind sie weg. Gut, dann helfe ich so lange unten. Habt ihr Fackeln da unten? Ja, ein paar. Achso, es gibt noch einen. Ah. Oh, die Musik wird laut. Gar nicht gesehen, dass es dann doch hier runter kann. Geht, wo ist bei deinem Skin eigentlich das Gesicht, da wo das G ist? Ja. Ja. Das freut mich schon die ganze Zeit. Macht doch aber Sinn oder nicht? Macht doch aber Sinn oder nicht? Oh. Ja. Ja, das G für Gesicht stimmt. Das A sagt Ach so, hier. So habe ich noch gar nicht gedacht. Nein. Das ist einfach, weil es da anfängt. Da ja. Wer baut jemand die Türen falsch rein? Ich. Tobi, die Türen. Achso. Ich dachte, ja, du hast sie hier hingesetzt. Nein. So, ja. Warte, ich mach da eine Leiter hin. Alter, was ist das für wie viel Kohle an einem Stück? Jetzt habe ich schon 36 Kohle an einem Stück und wir sind immer noch mehr. Läuft. Ich habe Eisen gerade gefunden. Ach, gut, ich baue mal ein bisschen Graffiti ab, weil. 42 Kohle an einem Stück. Was? Wir brauchen ja ein Feuerzeug nachher noch. Oh, was ist. Ich hab hier grad so ein. Wie heißen die Viecher denn? So ein Silberfisch gefunden. Das heißt, was ein Ding in der Nähe okay. ist. Ja, das finde ich schon ein bisschen bedrohlich. Also, ja, wenn wir. Das Silberfischchen sind tödlich. Die sind echt mies. Boah, sind hier viele Kohle. Tobi spricht das Erfahrung. Das kommt einfach so, du weißt, aus dem Stein Shit. Ab, dann kommst du eine Spitzhacke? Ja, eine Spitzhacke, das heißt, wenn nicht. Das heißt ja eigentlich, dass eine Ruine in der Nähe sein muss. Also. Ja, bin ich auch der Meinung. Ich habe mal gelesen, die können auch mit einer minimalen Chance aus schönem Stein herauskommen, wenn man den abbaut. Bin okay. Aber echt sicher. Das ist ja ekelhaft. Ja. So weil wenn es echt das ist. Dann wäre es das wahrscheinlich. Ich glaube, wir losfangen in Pokémon Blau. Und wir haben eine Schlucht gefunden. Das ist wahrscheinlich die vor unserer Haustür. Ja. Das stimmt. Überall unterirdisch irgendwo hinkommen. Ist doch super. Aber das ist gut, dann. Ja, das ist wahrscheinlich die. Ist gut, dann haben wir einen Eingang zur Schlucht halt. Wo waren wir eigentlich später unser Oh, Entschuldigung.
Ich hab versucht, das Eisen abzubauen. Du kannst ja, wenn man rausgeht, nach oben auf die Spitze des Berges, oder? Boah, hab ich einen Schock bekommen. Ich auch. Runter auf die Erde? Erde? Oh Mann. Erde hab ich nicht. Wo wollen wir eigentlich unsere Farm bauen? Außerhalb der Basis oder irgendwo in der Basis? Innerhalb. Ach so. Können wir nicht irgendwie... Wir sollten irgendwas machen, was so umzäunt ist, wo halt nichts hinkommt, oder? Oder wo nachts nichts Ich würde halt oben ein bisschen planieren und dann einen Zaun drum machen. Ja. Oder wir bauen es im Berg drin, oder geht das nicht mehr? Ja, ich brauch's nee, halt, du brauchst auch Licht. Weiter einfach. Ja, wir könnten einfach so eine Art Krater bauen. Fackeln gehen. Also reicht? Das wusste ich nicht. Fackeln reichen. Aber bei Sonnenlicht wächst es schneller. Bei Sonnenlicht wächst es schneller. Ja gut, aber ob uns das so wichtig auch. Ist? Ja, wir brauchen Wasser. Von daher... Also... Das sind keine Monster. Irgendwie, also, ich brauche nur ganz wenig Essen. Wir haben jetzt einen halben Stack gebratenes Fleisch. Ja, ich brauche aber ganz wenig Essen irgendwie nur. Ich bin die ganze Zeit am Arbeiten hier, brauche nur ganz wenig Essen. Cheater. So. Ja, gut eigentlich, ne, aber... Es wird schon wieder hell. Wow. So, ich bräuchte eine neue... Zacke. Ups. Da, Stock. Okay, haben scheinbar keine... Ich mach jetzt mal rein. Eine neue Spitzhacke. Mach ich zwei. Auf alle Fälle. Ich hab eine bekommen. Ach, dammit. Dann brauche ich eine neue. Sind so viele Gesichter in meinem Gesicht. Brauchen wir noch irgendwas Steinmäßiges? Ein Schwert? So? Nö, ne? Also ich brauche ein Schwert und eine Spitzhacke bräuchte ich auch bald. Aber ein Schwert liegt da ja drin. Das nehme ich mir einfach. Leute, ist es okay, wenn ich Holz nehme, eine Schaufel und dich am Tag dann auf den Berg kletter und dort ein bisschen planier und ein Feld baue? Ja, das meinte ich ja, das finde ich auch gut. Ich glaube, ich kann dir helfen, wenn du willst. Okay. Wollten wir nicht. Ihr habt schon eine Hoe, gut. Wollten wir nicht in den Dschungel-Dungeon? Was, wir haben Hoe? Ja. Kommt wer mit in den Dschungeltempel? Ja, ich komme jetzt schon. Warte. Ach, ich finde Dschungeltempel nicht sehr spannend. Ich war schon in einem. Und hast du einen gesehen? Hast du alle gesehen? Ja, aber ich will eine Aufnahme haben. Mehr die Items in den Kisten. Okay. So, ich hab ein paar so neue Sachen reingetan. Wo ist jetzt... Wo geht der hin? Wo ist Team Dschungel? Okay, wo ist der Tempel denn? Warte auf mich. Gate, weißt du, wo der Tempel ist? Okay. Ja, ich denke, das ist Dschungel. Tobi, warum sollten wir eigentlich nach oben gehen? Das können wir einfach da machen, wo schon alles flach ist. Ja. Ich sag mal so, auf dem Berg gibt's weniger höhere Chance, dass da Monster hinkommen. Oh. Gate, weißt du das? Beziehungsweise können wir das sicher. Wir laufen einfach Gate hinterher. Aber waren sie nicht. Sie waren nicht weit, also... Hier ist ein unterirdischer Pool und da ist ein Zombie drin. Da muss ja hier irgendwo gewesen sein dann. So ein Vogel. Also Tufi oben ist schon relativ flach, wenn mir das noch ein bisschen Flächen gibt, das schon. Naja, nicht wirklich. Doch, dann bauen wir einen Zaun drumherum. Und ja, aber unten hätten wir dafür mehr Platz, deswegen. Ja, okay, aber da kommen die... Ich jetzt auch nicht. Ja, bauen die halt dort. Ja, oh, so viele Schweine. Wow, die leben aber gefährlich da oben. So. Du viel machst du das Feld? Habt ihr den Tempel schon gefunden? Feld, oder warum ebnest du? Ich und er arbeiten am Feld. So, man kann danach noch einen Privatraum bauen, damit man auch schon Zahn produzieren kann. Damit was denn kann, Tobi? So. Damit wir schon Zahn produzieren können. Achso, ja. Also bei mir lädt die Welt schon wieder nicht nach, deswegen hat das nicht viel gebracht, hier auf den Berg zu klettern, um den Tempel zu finden. Schön. Ich weiß, wo das Tempel ist. Wo denn? Ich geh uns einen Eimer machen. Der Tempel von minus 122 plus 268 kannst du ihn sehen. Minus. Ich stehe gerade vor. In welche Richtung ist das denn? Das ist ja eine ganz andere Richtung. Wir sind doch hier im Dschungelbiom. Es gibt keine beiden Richtungen im Dschungelbiom. Das ist nicht das Dschungelbiom, was direkt an uns grenzt. Ach, das ist ein anderes. Oh. Na dann. Tobi, bring mal Holz mit, damit wir, Autsch. Ich hab 42 Zaun, aber ich glaube, wir brauchen mehr. Das wird nicht reichen, Tobi. Damit können wir nicht viel machen. Und dann brauchen wir noch einen Eimer. Ja, mach den mal schnell. Wir haben noch genug Eisen. Wir haben noch genug Eisen. Ja, wir haben noch ein Eisen übrig. Wir sind schon ziemlich gut bisher. Ja, warte mal, das ist ja kein Hunger Games. Ich kann hier einfach,
Buddeln. Ich vergesse das nicht. So. Wie ging es? Weißt du wohin? So. Ich würde jetzt sagen, die andere Seite vom Berg. Au. Es hieß minus 100, minus 100 irgendwas, aber da kommt ein Schneebiom, ist das richtig? Das war knapp. Welche Koordinaten habt ihr denn im Moment? Ja, die, die im Chat gestanden haben, minus 120 zu 240 oder so. Da stehe ich gerade. Ja, und ich gehe gerade... Ich komme durch die... Ich sammle gerade ein bisschen Holz. Dann wird es gleich dunkel. Also, da hinten ist, Dschungel. Und irgendwelche Tunnel drunter. Geht es gerade Nachmittag. Also es wird nicht Nacht. Okay. Ich rufe irgendwo dazu. Ich bin gerade beim Dschungel. Boah, jetzt wäre Tim immer so super. Ja, wird schon helfen. Ich bin jetzt am Tempel direkt. Hier ist noch ein zweiter Bist, ne? Oder ein weiterführender. Hier ist noch ein zweiter oder weiterführender. Ich hätte mir ein bisschen Essen mitnehmen sollen. Jetzt muss ich auf dem Weg schlachten. Ich hab noch Essen. Ja, ich schlachte einfach auf dem Weg, das geht schon. Ich gehe gerade über den Berg, weil ihr gesagt habt, über den Berg. Ja, es ist in Richtung, also so zwischen dem Schneebiom und der Wiese. In die Richtung musst du ungefähr laufen. Und dann siehst du irgendwann das, dann siehst du irgendwann den Dschungel. Leute, ich muss kurz AFK. Ich müsste jetzt kurz bald ein. Da sein. Oder das nächste doch. Ach, ich sehe den Tempel. Ja, gut. Siehst du den schon? Ich nicht. Du viel, wir machen aber schon von Anfang an ein relativ großes Feld, oder? Ja, das muss groß werden. Scheiße. Warte, wie weit hat... Also ich sehe den Dschungel, aber ich sehe noch keinen... 3 oder 4? Ja, Was, Tobi? Schwein. Also die Befeuchtung des Feldes, wie weit heißt das? 120. Ich glaube 3 war das, oder? Ja, egal, es ist nicht so schwer, ein Feld zurecht zu bauen oder so. Ja, ich fülle da gerade die Fläche aus. Damit hier noch... Die hat auch Toast, die schon... Also hier sind extrem viele Schluchten und Höhlen. Ich glaube, es gibt ein bisschen Dreck, dann geht's schneller. Oh, ich habe auch gerade eine Höhle gefunden. Unheimlich. Ja, Zuckball, ich glaube aber nicht, dass alle weit gegangen sind, oder? Ich habe keine Ahnung, was das hier... Noch mehr Schweine. Die töte ich mal nicht, damit wir ein paar haben. Also ich müsste dann auch, glaube ich, gleich wieder zurück, weil ich habe nichts vernünftig zu essen dabei. Ach, ja, ich habe... wir können einen Ofen machen schnell hier. Ach so. Was soll man eigentlich da anpflanzen? Wollen wir da Schweine züchten, oder? Jemand hat doch was von Kartoffeln erzählt. Also alles so ein bisschen halt. Ja, ich habe eine Kartoffel, die habe ich auch noch im Inventar und nicht in dem Beutel. Das ist ein bisschen dämlich. Das ist wir sollten uns die Amboss bauen, damit du die einfach nur damit du sie klettern kannst. Geht ihr gerade zum Tempel? Wir suchen ihn, aber finden ihn irgendwie nicht. Ihr müsst einfach da auf die Seite raus, wo die Schlucht ist, und dann einfach die ganze Zeit gerade auslaufen, dann seht ihr die. Ja, wir sind hier schon in einem Dingsbiom. Ey, was haut mich da? Ach so, ich habe Hunger. Man muss gar nicht im Dschungelbiom sein. Da hungerst du jetzt? Nö, ich hab noch rohes Fleisch, passt schon. Ich glaube, wir können auch nicht bauen. Das kann man halt. Nee. Warte. War inzwischen irgendwer beim Tempel? Hier machen wir. Schaffe. Ich find's übrigens ziemlich gut, dass bisher noch niemand gestorben ist. Ja, ich bin stolz auf euch alle. Aber irgendwie verliere ich sehr viel wenig Energie, wenn ich runterfalle. Ich stelle mich gerade ziemlich dumm an und das ist vollkommen egal. Ist doch gut, wenn du nicht so viel verlierst. Ja. Ja, ist das nicht ein bisschen seltsam? Ausklingt. Also, brauchst du Zaun? Ich hab noch Zaun. Ich hab noch mehr als genug Zaun. Ja, bring her. Bring eine Basis. Achso, brauchst du eine Basis dann? Es wird dunkel, glaube ich. Wir haben keinen Tor gebaut. Was machst du eigentlich? Hast du jetzt fertig gebrannt? Nee. Hat vielleicht zufällig noch mal jemand irgendwie Koordinaten für uns? Also ich sehe hier minus 120, wofür? Ja, für den Tempel. Ich finde ihn nicht. Ey, kommt lieber nach Hause, es wird dunkel. Dann hilf uns lieber bei... Ich bin jetzt gerade schon im Tempel. Ich hole gerade das Zeug raus. Ach, ja. Wir sollten den Tempel auch noch irgendwann abbauen, damit wir unser Haus verbessern können. Ich bin einmal um den Berg jetzt rumgelaufen, bin wieder, glaube ich, wieder zu Hause. Tempel waren jetzt 10 Goldbarren.
Wow. Daraus kann man Äpfel machen. Was können wir damit machen? Äpfel. Eine Uhr können wir uns daraus bauen. Leute, falls wir doch Pferde kriegen, wir haben jetzt eine Diamant-Pferderüstung. Diamant-Pferderüstung, was? Rockbot, wo bist du hin? Ich bin oben auf dem Baum, ich bin direkt über dir. Ich dachte gerade, du hast jetzt ernsthaft Diamanten dafür verbaut, aber das ist eingefallen, ja klar, hast gefunden. Ich weiß nicht mehr, wie das ist so wichtig, Priorität. Weißt du vielleicht jemand, wie viele Kisten in so einem Dschungeltempel sind? Ich war noch nie in so einem Tempel. Ich auch nicht. Pass auf, hier ist irgendwo eine Schlucht, also rechts von uns jetzt gerade. Ja, ich weiß. Da sind ja so Redstone-Schaltungen, das können wir eigentlich auch alles rausreißen. Hab ich schon mitgenommen. Solange da nichts explodiert und du nicht stirbst, mach das. Nee, da kommen nur Pfeile beim Dschungeltempel. Ja, ich hab die Dispenser aufgenommen. Ja, wenn er geplündert ist, dann müssen wir sowieso nicht mehr hin. Ich hab unser Zuhause gefunden. Yay. So. Also ich finde den Tempel wirklich nicht, das ist total krass. Wir sind jetzt einmal durch das Dschungelbiom durch und ich habe keine Lust mehr. Also, sollen wir uns... Tobi, können wir mal den einbiegen dann? Ich bin einfach jetzt mal ein bisschen produktiver. Oder was? Ist das hier schon unsere Wiese? Nee. Ja. Ich habe hier eigentlich nur erweitert, aber hier könnten wir eigentlich Tiere reinmachen, ja. Das könnten wir dann einfach ein bisschen größer machen. Dass die Chunks nicht laden. Home sweet home. Da geht der Tempel ganz genau. Tobi, hier. Ja, ungefähr da waren wir. Ja gut, wir waren ungefähr 100 Z davon entfernt, aber ich hab's nicht gefunden. Ich hab Gräben, wo das Wasser reinkommt, schon mal vorgegraben. Also, ein bisschen. Badass, laden bei dir die Chunks? Ich sehe gar nichts gerade. Ich würde gerne wissen, wo wir hin müssen, um nach Hause zu kommen. Teilweise. So, ungefähr die Richtung müsste es sein. Hier ist alles. Ging oben mit Steinen oder konnte man das so machen? Na, sehr gut. So, Tobi, jetzt brauchen wir eigentlich. Oh, hier ist ein Wasserfall. Cool. Ja, den kleinen Brunnen kannst du jetzt kaputt machen. Ich hab keine Blöcke dafür, dass ihr nein. Schafe. Haben wir eigentlich genug Wolle, um jeden ein Bett zu bauen? Nee. Also ich hab jetzt nee. Sieben. Aber es ist doch jetzt gerade Nacht, oder? Nein, es ist noch Tag. Es wird dunkel. Die Sonne geht dunkler. Es wird dunkler gerade, glaube ich. Ja, gar nichts ab hier. Hier ist schon wieder Schnee. Das müsste da dann eigentlich sein. Schön viel Eisen jetzt. Also ich hätte gedacht, dass es genau hier ist. Also ich habe Schafe gefunden. Da hinten ist wer. Da hinten. Okay. Das war ich. Okay. Macht ihr alle da? Hallo. Wenn es wieder Tag wird, dann schere ich dich. Ich auch noch ein Tor zufügen. Das Tor ist hier. Ja, für die Tiere. Dann. Ah, okay. Naja. Da sind wir wieder. Hast du zwei Holzblöcke? Dann kann ich ein Tor bauen. Ich hab nämlich. Ich brauch schnell eins. Okay. Brauchst du nicht noch, Zäune? Nee, ich hab noch 60 Zäune. Ah, schade, weil ich hab 22 und dann hätten wir den Stack damit lernen können. Ich habe extra die Renderdistanz auf Fahr gestellt. Dann lädt der Server einfach die Chunks nicht. Das ist doch gemein. Okay, gehen wir rein. Eigentlich können wir hier bleiben. Was mit hast du Macke? Ist ein guter Fall. Fackeln habe ich auch nicht. Ich hol schnell welche. Bleib da, Tobi. Ich mach noch einen, damit es schöner läuft. So. Erde, da ist die Kartoffel. Schwein, Sand. Kartoffeln? Bringt her. Ich habe die jetzt in die Kiste geschmissen. Ja, warte, wir können die direkt anfahren. Ich kann die mitnehmen. Ja, gib mir. Sollen wir schon ein paar Betten machen dann? Also, ich glaube, wir haben recht viel Wolle schon dafür. Gib mir mal die Kartoffeln. Also, ich bin kurz AFK und lass euch das Gewusel hier angucken. Ich würd die Betten noch nicht machen, die verbrauchen nur Blatt. Was ist besser als Steak oder ein gebratenes Schweinefleisch? Steak. Ah, okay. Also, ich bin auch mal ganz kurz AFK. So, Kartoffeln ist eingebaut. Ganz im Preis in der Farm. Haben wir keine Seeds, ne? Nee. Habt ihr noch welche? Lohnt es sich, wenn ich angeln gehe? Nicht Weihnacht. Keine Verschwendung. Kannst du übrigens auch eine Kreidefarm machen, das Wasser? Funktioniert auch in künstlichen Gewässern. Aber das ist so einfach, falls da zu flach ist.
Aber es geht. Ja, flacher ist bloß um 5-Jähriger. Was? Flach ist auch ein 5-Jähriger? Flacher ist noch, nur noch ein 5-Jähriger. Als das Gewässer. Hast du Kapseln? Aha. Den Weg hier. Also ich habe hier den Weg markiert. So, Pfeiler können wir auch bald machen. Ja, ja. Supi dupi. Aber Tobi, es kommt hier nicht auf Kosmetik an, ne? Oh. Das ist schon. Ah. So, das schön, auch. Dann gucken wir doch mal. T-Tufi. Gucken wir mal, was die da hinten machen. Ich hab jetzt eigentlich den, habt ihr jetzt eigentlich den geplündert, den Tempel? Ich hier noch. Ja. Da waren 17 Gold drin. Ich hab, hey. Ich hab den gar nicht. Ach, hier wieder drücken. Ich hab nicht so viel Holz. die Kartoffel brauchen wir. Und die habe ich schon angebaut. Wo? Hab ich schon angebaut. Da. Hat die schön angebaut bei uns. Ja. Wer macht das Ganze mit dem Farm? Ich mach das gerne. Ich hätte 13 Knochen. Tobi, das ist keine Kartoffel, das ist Weizen, was ich gerade angebaut habe. Also wie gesagt, Tobi! Ich sagte doch, das ist schon angebaut. Ja, mit die Tier. Okay, wie viele sind wir jetzt insgesamt? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Scheiße. Also 8. Ja. Erfahrung. Also wie gesagt, ich mach das gerne. So viele Schafe. Wir brauchen unbedingt so. Damit genug Eisen in mir drin. Eine Schere. Ich hab da eine Schere gemacht, ich hab die in meinem Inventar. Oh Achtung, Stefan! Weil wenn du rauskommst aus uns, also nach hinten zu der Wiese, und dann nach links rum um den Berg gehst, ein ganzes Schafe. Ja, ich hab nur gewartet, bis es Tag wird, dann schere ich die alle. Tobi, kannst du das nochmal halten, da das Stück? Ja, nicht auf dem Feld rumspringen. Ich hab da jetzt. Ihr seid ja recht weit gekommen. Ich hab Steuerungs-Shift gedrückt. Also du musst nicht mehr auf Steuerung bleiben, dazu gehen. Nein, ich weiß es noch, wer... Ich werde sofort Bone Meal machen, damit wir mehr Weizen im Endeffekt haben. Ja. Deswegen hab Geld nicht in die Klippe springen, ne? Ja, ich bin in den Gegner reingesprungen. Ja, ich meine nur, weil ich bin da eben fast reingesprungen, weil die Chunks bei mir nicht geladen haben. Oh, dann du siehst aber auch aus. Dann reconnecte. Warum bauen wir eigentlich eine Farm gerade überirdisch und eine unterirdisch? Warum baut der unterirdisch eine Farm? Das habe ich mir auch gerade gefragt. Damit es nicht kaputt geht. Ja, es geht einfach nicht kaputt, dann haben wir noch eine als Sicherheit. Tobi, müsstest du nicht ein paar mehr Seeds bekommen? Achso. Da. Hoppa. Weil so können wir auch in der Nacht locker abernten. Alles klar, wie ihr meint. Okay. Ich weiß nicht, ich so richtig nach oben, aber... Was braucht ihr noch? Ungeheuer. Irgendwie vor Tod. Was ist noch zu tun? Soll ich Minen gehen? Ich geh mal in Minen, dann hol ich mir noch eine. Ja. Wo ist denn die Wolle? Ich kann mich auch um beide fahren kümmern, so ist es nicht. Wer hat denn die Wolle? Ich nicht. Ich hab gar nichts. Außer zwei, drei Werkzeuge. In der Kiste sind nur drei Wolle von mir. Dann würde ich nämlich gerne Betten machen. Weil ich habe jetzt einen Raum für Betten gemacht. Was ist das für ein Ding hier? Ist das ein Schlafzimmer? Oder was soll das sein? Also hier am See ist so ein komisches Haus. Ah, oh, süß. Wo ist das zweite Baum, wenn ich fragen darf? Ist die unter, die einfach unter... Ja, die unter schon in der Basis, aber... Okay. Zwieb. Oh, mein Gott, ihr habt mich doch verarschen wollen. Wir brauchen unbedingt jetzt mal mehr Zeug, ne? Also wir brauchen das. Pass auf die Küche auf. Ich höre eine Fledermaus. Ja. Ich hab gerade... Und das dann nicht. Sind das da... Warte, jetzt? Nein, das ist Eisen. Hey. Wo ist denn jetzt die unterirdische Farm? Ach da, okay. Da ist ein Zombie, läuft gerade an. Ja, die ist nicht so riesig, aber die ist nicht schlecht. Haben wir halt zwei sind besser als einer. Hat irgendwer von uns eine Ahnung, wie man eine Pilzfarm baut? Ja, ich weiß nicht, aber das ist... Du brauchst Pilze dafür. Ja, aber wir brauchen es nicht. Oder ist das was? Ist Nils gerade AFK? So.
Ist Nils gerade AFK? Ich bin keiner AFK. Ja, ich glaube schon, der ist gerade noch AFK. Weil dann glaube ich, hat der nämlich die Wolle. Tobi, lass ihn uns töten und looten, dann haben wir die Wolle. Lag. Tobi? Ich hab grad Lava. Und meine Fackeln sind alle schön. Wo ist die? Und wo ist die Anachtung? Okay, es läuft hier flüssig. Okay. Bruno, soll ich die deiner Meinung nach noch erweitern oder? Nee, die haben da draußen noch eine, also. Ich weiß nicht, ob das sie schon gesehen hat. Ich hab mal 4 Sticks Fackeln. Ich hol Eisen. Oh. Ey, pass auf, der Lava dunkel. Lava. In der Nähe laufen noch Creeper rum. Ja, die kommen hier überhaupt nicht hin. Was sagst du? Ich bin hier low am. So, da bin ich wieder. Hallo. Das hast du die Wolle. Ehrlich für Creeper. Nee, ich bin auch nicht lebensmüde. Ist ja nicht so, dass die irgendwie dich umbringen oder so wollen. Ja, so geht das nicht. Schade. Hier ist eine Spinne bei uns. Tobi, guck mal, das ist ein Zombie, lassen wir uns. Die Spinne kann durchs Fenster rein, kann das sein? Ah, Tobi! Na, das ist doch toll. Das ist eine Spinne vor unserem Haus. Tobi, hopp damit! Oh Mann. Wo komm ich her? Da komm ich her. Ich sterbe gerade, Tobi tötet mich. Nein, da komm ich nicht her. Hast du noch eine Spitzhacke? Weil da unten ist noch ein bisschen was. Also, man kann Spitzhacken nicht verbrennen. Denkt. Doch, hier. Ich hab einen Eisenbahn. Ja, Steine kann man nicht verbrennen. Da sind noch Sachen, ich hab keine Spitzhacke mehr. Komm runter, du Bitch. Ich sag mal auf. Mein Fehler. Okay. Oh mein Gott. Ja, ich hab gebratenes Fleisch. Soll ich mit dem weißen Zwiebelbrot machen? Nicht der nächste das war fies. Das war fies. Tobi, du sagst, gib mir mal einen Weizen. So. Wie viel hast du? 15. Und mach damit so viele Brot, bis du. Achso, ne. Nee, Tiere werden, glaube ich, intelligenter, oder? Oh, alle da oben sind effizient. Hi, ah, nein! Nein! Oh nein! Ups, Toothy Idiot! War das. Achso, das war ein Zombie. Ich dachte, da springt gerade der nächste. Ist Toothy jetzt wirklich runtergefallen aus Dummheit? Oh Mann. Oh nein. Ja, dann okay, dürfen wir auch gleich anfangen, den Friedhof zu bauen. Wollte ich gerade sagen, wir brauchen jetzt schon einen Friedhof. Oh nein. Tuti, nein. Wer will den bauen? Wo ist deine Leiche? Ich baue ihn gleich. Brauchen wir ein Schild dann noch? Ist er einfach runtergesprungen oder was? Ja, er ist runtergesprungen. Suizid. Ja, offenbar schon. Das ist sein Zeug. Da, Tierchen kommt mit. Das graue Schaf nennen wir jetzt Tufi. Aus Prinzip. Wir haben ja noch eine. Kann man Tiere benennen? Ja. Mit Name-Tag. Dafür sind die Dinger da. Alles klar. Also deshalb mag ich Schluchten nicht, ey. Ach ja, stimmt. Wir haben keine Kartoffeln mehr, oder? Ich habe Kartoffel angebaut in der unterirdischen. Was braucht ein Schweine? Karotten oder Kartoffeln? Karotten. Okay. Ja. Dann müssen wir Zombies jagen. Haben wir aber auch nicht. Hat niemand Zeug aufgesammelt? Das liegt da unten noch in der Schlucht. Ich bin jetzt gerade dabei. Die Schlucht runtergehen. Das mache ich jetzt gerade. Alles klar, dann mach du das. Ich kümmere mich gerade um ein Schaf, damit wir wenigstens schon eins haben, mein graues. Wenn es Schaf wird, dann könnt ihr euch alle in die Betten legen, dann. Bringt ja gar nichts. Leute, die Schlucht ist sau tief. Ja. Ich sterbe durch Dummheit und bin hier die ganze Zeit in der Schlucht rumarbeiten. Aber wenigstens hat er sich wirklich schnell gemutet. Muss man sagen. Er hat gut geschauspielert. Oh mein Gott. Habe ich mir erschrocken. Wer weiß, vielleicht hört er uns schon. Das ganze Illusion hast du jetzt kaputt gemacht. Ich weiß. Aber bin ich da. Tobi zerstört Illusionen und Kinderträume. Der Weihnachtsmann gibt es nicht. Oh mein Gott. Wenn Nacht ist, dann bitte alle hinlegen und dann schlafen wir und dann ist wieder Tag. Oh mein Gott. Wann ist Nacht? Ich bin unterirdisch.